Ja, hallo, liebe Freunde. Ich möchte heute wieder ein Video rausbringen und da möchte ich praktisch dieses Dreieck komplettieren. Und zwar, ich habe ja jetzt schon, also bei dem Dreieck, die obere Spitze, also die 9, dass die Zentrale des Bauchzentrums ist, habe ich erklärt anhand von Gerhard Polt mit dem Sketch Button auf der Linger. Und ich habe jetzt bei der 6, also links von der 3, habe ich die Zentrale vom Kopfzentrum darstellen wollen, praktisch, dass er der Skeptiker ist. Also ich meine, das da oben ist der Friedliebende und das hier ist der Skeptiker, muss das 6 Zentrale vom Kopfzentrum. Und heute möchte ich mal den Dreier darstellen, also rechts vom Dreieck. Und das ist die Zentrale vom Herzzentrum. Das wäre der Erfolgsmensch. Und wie gesagt, beim Enneagramm ist ja das Wichtigste das Dreieck. Also nach Gurdjieff praktisch. Und bei Muster 3 spiele ich euch heute ein Video vor von Gerhard Polt, das heißt die zwei Schutzengel. Und das soll dann nochmal das Ganze komplett machen, weil wenn man das Dreieck beherrscht, dann ergibt sich alles andere von alleine. Und ich sage es jetzt nur mal ganz kurz, bloß zur Wiederholung. Wir haben ja die 9 da oben vom Dreieck. Und dann haben wir hier diese Dreiteilung zum Bauchzentrum, Herzzentrum und Kopfzentrum. Und zur 9 gehören auch die 1, die 1 hier und die 8. Die gehören zum Bauchzentrum. Und da ist es so, ich sage es immer wieder, es geht hier im Bauchzentrum überwiegend um die Wut und die in der 8 rauskauen wird und die in der 1 nach innen geht. Die Wut geht nach innen, wo dann so der Zorn entsteht. Und in der 9 ist immer, wo dieses überwiegende Gefühl verschwindet. Also Warten auf Dillinger, wo der da völlig wutlos auf den Dillinger wartet. Also den stört nichts, also den regt nichts auf und so. Es läuft alles so locker dahin, kommt er nicht. Und ich habe ja dann hier im Kopfzentrum die 6 dargestellt, anhand dem Video die Hochzeitssitzordnung. Also da wollt ihr mal das darstellen, also so nach dem Motto, ich denke, also bin ich. Also was die sich für einen Kopf machen, praktisch, wen laden sie ein und wen hocken sie wohin, dass das so alles glatt läuft. Also dieses Denken, bis der Kopf raucht, um Sicherheit zu schaffen. Und du hast beim Kopfzentrum natürlich nur die 7 und die 5 dabei. Und wie gesagt, hier geht es um die Angst. Und auf der einen Seite ist es hier so, bei der 7, die Angst unterdrückt, indem sie halt viele Sachen macht, viele Aktivitäten hat, also alles, um die Angst zu unterdrücken, diese ganzen Aktivitäten. Und hier in der 5, die Angst unterdrückt, indem sie praktisch sich Wissen aneignet. Also
viele Bücher liest und über alles belesen, Gott und die Welt, aber nur um die Angst zu unterdrücken. Deshalb machen die das hier in der 5. Und in der 6 ist immer, wo dieses überwiegende Gefühl eben verschwindet oder weniger wird. Und bei der 6 war es eben dann noch so, wo dann der Zweifel an vorderster Front steht und einfach, die sind so damit beschäftigt, Sicherheit zu machen, dass sie die Angst gar nicht mehr fühlen. Also das, was in der Zentrale immer, wo dieses überwiegende Gefühl dann verschwindet. Und hier wäre es also so, also im Herzzentrum, die Zentrale vom Herzzentrum ist die 3 und da kehrt die 2 und die 4 noch dazu. Es geht hier um die Liebe und bei der 2 haut es die Liebe aus und weg. Also sind dann die Leute, die dann über andere umarmen müssen, so tätscheln müssen und Liebkosungen. Und er geht die Liebe halt nach außen weg. Und in der 4 ist es eher introvertiert, also melancholisch, tiefgründig, ja, tief philosophisch halt. Und die lassen sich das nicht so anmerken. Also die hauen es nicht nach außen weg, sondern es geht nach innen. Und in der Zentrale, also in der 3, verschwindet diese Liebe. Und hier wird genau, also die Liebe ersetzt durch einen Erfolg. Also da geht es darum, also alles, was man macht, muss irgendwo enden in was ganz was Großem. Also, ja, ich sage immer so gern, studieren, Manager werden, irgendwo ganz oben hocken und das wäre hier die 3 und die möchte durch Gerhard Polt 2 Schutzengel dann später euch vorspielen. Und wie gesagt, es geht hier im Herzzentrum immer um Kontakte und Beziehungen, also grundsätzlich bei der 2, 3 und 4. Hier im Bauchzentrum bei der 8, 9, 1 geht es um die Autonomie und Selbstbestimmung. Und hier im Kopfzentrum geht es um die Angst. Und das Hauptthema ist hier Überblick und Sicherheit eben. Und heute möchte ich mir mal mit 3 beschäftigen. Und also ich habe so festgestellt, das Enneagramm, also wer nicht weiß, um was da geht, du musst einfach nur das Dreieck hernehmen. Du hast dann hier die 9, hier die 3, hier die 6. Und diese 3 Charakterfixierungen, so nennt man das, also jeweils die Zentralen für die Charakterfixierungen, beziehungsweise von den Zentren, von den 3 jeweiligen großen Zentren, die Zentralen, also Zentralen 9, 3, 6, von den Hauptzentren hier, Bauchzentrum, Zentrale 9, Herzzentrum, Zentrale 3, Kopfzentrum, Zentrale 6, also dass es nun mal deutlich wird. Und es ist echt einfach erklärt, wenn du diese 3, also das sind ja alles Charakterfixierungen, 1 bis 9, aber wenn du diese Hauptcharakterfixierungen hast, also oben an der Spitze, rechts und links, 9, 3, 6, und wenn du die irgendwo verinnerlicht hast, dann erschließt sich alles andere, also die restlichen dann noch, die dazukommen, erschließt sich von selber. Und das möchte ich eben deutlich machen. Und wenn ich hiermit fertig bin, dann möchte ich jeweils, genauso wie ich es jetzt mache, mit den Hauptzentralen, möchte ich nur die anderen Charakterfixierungen also genauso erklären. Und jetzt würde ich sagen, jetzt fange ich einfach mal bei der 3 an.
Also, was ist denn die Dreier so? Wie kann man sich einen Dreier vorstellen? Also, Enneagrammmuster 3, also grob zusammengefasst. Lies ihr mal vor. Und zwar, Dreien sind voller Tatendrang und immer auf dem Weg zu ihrem nächsten Ziel. Sie wissen, worauf es ankommt, um erfolgreich zu sein, und setzen alles daran, die Nummer 1 zu werden. Sie stehen gerne im Rampenlicht und glänzen mit ihren Leistungen. Dreier sind Macher, sie erledigen ihre vielen Angelegenheiten zügig und machen statt lang zu reden. Genau, und machen statt lang zu reden. Sie erleben ständig, der Beste zu sein, daher nehmen sie die Menschen um sich herum als unfähig im Vergleich zu ihnen selber wahr. Dreien erfassen blitzschnell, was andere erwarten und orientieren ihr Handeln an dessen Bedarf. Sie sind an ihrem ehrgeizigen, wetteifernden Arbeitsstil erkennbar. Genau. Und das macht er das nochmal deutlich, also weil ich immer sage, Muster 3 ist der Erfolgsmensch. Und genau das spiegelt sie ja da wieder. Also dieses, die Nummer 1 zu sein, der Macher zum Sein, der Beste zum Sein, konkurrieren mit anderen, immer die Nasenspitze vorne zum Sein. Also so kann man sich grob einmal Muster 3 vorstellen. Und jetzt habe ich mir gedacht, um es noch deutlicher zu machen, ich sage immer, also Muster 3 zum Beispiel, was er gut kann. So, Muster 3 kann gut zielorientiert arbeiten, die Zeit managen, präsentieren, verkaufen, also sind ja oft Autoverkäufer, Belastungen aushalten, begeistern, organisieren, überzeugen, entscheiden und flexibel reagieren. Also das kann Enneagramm Muster 3 gut. Und dann halt noch so eine Abordnung, was er nicht mag. Enneagramm Muster 3, was mag er nicht? Das sind Misserfolge, Ineffizienz, Passivität, Abwarten, nichts tun, unfähig sein, im Hintergrund bleiben, Gleichgültigkeit, im Team untergehen, das wäre die Hölle, Details. Also mit so kleinen Dingerle beschäftigt man sich gar nicht. Also muss schon immer das Große dann sein, was zum Erfolg führt, sofort und am besten ganz, ganz schnell. Und langwierige Prozesse. Also das mit dem hat das ohne. So, das wäre jetzt einmal Muster 3, was er nicht mag. Also, falls es eine Aufschreibung ist. So. Dann habe ich immer so eine Schablone, wo ich immer alles zusammenfasse, was das nochmal ausmacht, dieses Muster 3, also der Erfolgsmensch. Und ich habe da immer das Selbstbild ganz oben und es ist ganz klar, Enneagramm Muster 3, ich habe Erfolg. Und dann haben wir das Idealisierungsprinzip, ich bin gut, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich kompetent bin, wenn ich effektiv bin. Und was vermeide ich? Ich vermeide das Versagen. Das wäre ganz schlimm. Also, und wenn man versagt, müsste man es irgendwie vertuschen oder so. Die Falle, also meine Falle wäre die Eitelkeit. Meine Versuchung ist die Effizienz. Meine Entwicklung wäre die Wahrhaftigkeit. Meine Leidenschaft ist die Täuschung. Mein Abwehrmechanismus ist die Identifikation. Also ich mein, wie gesagt, ich mache dann separat immer nur einzelne Videos, wo ich diese Dinge jetzt nochmal speziell erkläre. Das ist jetzt nur so ein kurzer Rapport, damit man ungefähr einen Überblick hat. Meine Stärken sind die Geschmeidigkeit, die Konstruktivität und Effizienz.
immer wirklich Schweinigkeit, meine ich halt, der schlingelt sich halt überall so durch. Also ist überall beliebt und treibt seine Projekte voran. Und das meint man unter Geschmeidigkeit. Meine Schwächen sind die Eitelkeit, die Glattheit und die Fassade. Die Grundangst, die immer ganz wichtig ist, ist abgelehnt zu werden. Bei Muster 3, das wäre ganz schlimm. Und das Grundbedürfnis ist, dass man bestätigt wird. So. Mal ein kurzer Rapport. Jetzt soll er. Und das jetzt eigentlich mal einen Überblick schaffen könnt über Enneagramm Muster 3 in einem Sketch dargestellt von Gerhard Pold, wie die anderen ja auch. Ich muss dazu sagen, ihr könnt es nachgoogeln oder nachschauen bei YouTube. Ich muss immer sagen, wer es gemacht hat. BR, Bayerischer Rundfunk, Kabarett und Comedy. Urheber sind Gerhard Pold und Gisela Schneeberger. Und es ist unter der Rubrik fast wie im richtigen Leben zu finden. Ich meine, ich darf das jetzt, ich habe das abgeklärt, so zeigen, also wenn ich es nicht im Vollbild zeige, sondern so im Ausschnitt. Und ja, weil ja ich das, was ich mache hier mit dem Enneagramm, mich auf das beziehe. Und dadurch darf ich den kurzen Teilausschnitt zeigen. Und ich tue mich halt auch leichter, weil dann könnt ihr das jetzt gleich anschauen und euch ein Bild mal, was könnte Enneagrammmuster 3 sein. Und ich werde dann auch noch nachher ein bisschen was dazu sagen. Also schauen wir es uns einfach mal an. Das Licht nur ein Wunder. Der 16. Schrotthaufen da auf dieser Interzonenbahn. Das muss ich mir schon mal zu Gemüte führen. Rein aus fachlichem Interesse, Meister. Lass mich mal reinschauen. Ja, ja, Wahnsinn! Ja, Wahnsinn, Bertie! Schau doch mal die so. Hast du sowas Wichtiges schon mal gesehen? Das ist gerade in einem Museum. Sag mal, Meister, mit so einem Spirituskocher fährst du einfach so durch die Gegend. Ja, wie bist du überhaupt hierher gekommen, Meister? Das ist doch Ihre dumme Bemerkung. Meister, schau mal her. Hier, das ist ein Kahn, da darfst du einsteigen, dann weißt du, was ein Auto überhaupt ist. Putzi, du, was ist denn der Arzt der Motor? Motor! Hast du Motor geschaut? Das sind doch die Pedale. Die brauchen natürlich keinen autofreien Sonntag, weil die haben ja keine Autos. Jetzt ganz im Ernst, Meister. Ganz im Ernst. Ich würde dir sehr gern behilflich sein, aber abschleppen kommt nicht in Frage. Sonst hebst du ab. Du hast doch keinen Flugschein, oder? Du bist doch kein Drachenflieger, Meister. Aber die Seite gießt, dann bringen wir schon wieder zum Blasen. Gell? Die Hauptsache ist, er bewegt sich wieder, dass er wieder Töff-Töff macht. Upsi, schau doch mal, diese Heizbirne. Ein Radbeinchen, Kerze wieder her. Nein, Meister, das ist keine Zündkerze. Das ist eine Heizbirne. Gib ihm seine Innereien wieder zurück. Komm, sag mal, ja, behilflich, Meister. Komm, fertig. Oh, Alter, was ist das? Lass mich sofort meinen Wagen in Ruhe. Berti, das regelst du. Hol ihm einen Tesafilm. Meister, hör mal zu. Meister, jetzt einmal ganz seriös. Von Motorist zu Motorist. Mit so etwas fährt man nicht durch die Gegend. Verstehst du, das ist ja fahrlässig. So ein Gerät, das kannst du bei dir daheim im Garten aufstellen, ne? Sagen wir mal, als eine Antiquität oder als eine moderne Plastik. Wie kann ich jetzt meinen Wagen wieder am Motor kriegen? Also, Herr Meister, hier habe ich was für dich, Meister. Das ist ein Kaugummi.
damit kannst du kauen. Und als dicht und kannst du gleich hernehmen. Oder den so stark kannst du wieder hochbinden. Weißt du, schau mal her. Meister, das ist ein Original-Taschenmesser. Wenn du wieder einmal unterwegs sein solltest, gell, und irgendwo hängen bleibst, dann kannst du hier eine Konserve aufmachen, dann brauchst du nicht zu verhungern. Ja, gut, ich fahr mal wieder heim, ist meine. Aber die Ehre, Meister, nichts für ungut. Und die Ohren steigen, Meister. Ja, cool. Muss ich kurz nochmal ausrichten. Also das war jetzt Enneagrammmuster 3. Ich finde, hervorragend dargestellt von Gerhard Pold. Super, besser geht's nicht. Also danke an Gerhard Bold. Also wie gesagt, ich habe jetzt schon mal, das wäre natürlich was, wenn wir den jetzt mal hier einladen könnt, gell? Also man könnte alles live nachspielen. Und die zwei, also Hupsi und Pupsi oder wie es sie da heißen, weiß man gar nicht genau. Das sind genau diese Erfolgsmacher, die man so im Enneagramm so beschreibt. Und wo haben wir es denn? So, hier. Also die fahren der Reihe mit einem Mercedes, dass die Fetzen fliegen. Und ich meine, ich habe ja selber einen Oldtimer, 230er Mercedes Heckflosse, 120 PS 6 Zylinder Benziner. Und die fahren da rein und das ist ein 450er SEL und ich glaube sogar 6.9er. Also wie der Franz Beckenbauer da, wo in der Bildzeitung gestanden war, dass er so den 6.9er, den er damals gefahren hat, wieder zurückgekauft hat für 60 oder 70.000 Euro. Und ich glaube, genau so eine Kiste ist es. 6.9er, knappe 300 PS, 8 Zylinder, damals der König der Mercedes, also in die 70er Jahre. Also mit dem fahren die da rein. Und was die schon anhaben, ist genial, weil man sagt ja oft, Enneagrammmuster 3 hat ja, also zeig mir deinen Kleiderschrank, und ich sag dir, wer du bist. Und die waren ja echt extravagant anzogen. Der Pold hat nur so ein Schälchen, so ein Schal darum. Und alles ein bisschen so, ich glaube mit Rüschen noch. Und der andere so ein Kunst-T-Shirt und irgendwie so ein Jacket drüber. Also so die Erfolgsmenschen halt. Also wie Thomas Gottschalk und Kai Ebel. Also das sind ja auch Enneagrammmuster 3, wenn du die kennst. No. Und schillernd, auffällig. Und dann sagen sie ja nur zum Schluss, ja, guter Mann, ja, helfen tät man da vielleicht schon, aber time is money. Also wir haben jetzt nicht die Zeit, dass wir uns mit so einem Scheißdreck da beschäftigen. Wenn du mit deiner Seifelkiste da oder irgendwie liegen bleibst, wir müssen wieder weiter, weil es geht ja ums Geschäft und Business as usual halt. Genial. Und wenn wir jetzt halt nicht so wichtig wären und so viel Geschäfte machen müssten, dann könnte man da vielleicht helfen. Aber so, leider, sorry. Aber schau, wie du zurechtkommst. Gnädigerweise haben sie ja nur einen Dosenöffner da gelassen, falls er wieder mal in so eine Lage kommt. Und nach dem Motto, der blöde Trabi-Fahrer, der wird da schon irgendwie selber zurechtkommen, weil wir müssen Business machen, wir haben für sowas keine Zeit. Hupsi und Pupsi, also die zwei,
die sind schon anstrengend. Und das sagt mir ja dem Enneagrammmuster 3 und nach, dass es wirklich sehr anstrengend ist. Also so, das muss ich erst einmal aushalten. So, dieses ständige erfolgreich sein wollen und nochmal ein Studium und da ist man Manager, aber nochmal hören auf. Das muss schon mal aushalten. Und ja, also wie gesagt, das ist jetzt nur eine ganz grobe Beschreibung immer von denen Charakterfixierungen durch die Videos. Also das ist, sind jetzt nur die Grundlagen für die Grundlagen. Also und wie gesagt, Gerhard Polt, das ist ja ziemlich übertrieben. Aber ich glaube, er trifft den Kern natürlich schon. Aber er schießt natürlich über das Ziel hinaus. Ich meine, das ist schon klar. Aber durch dieses Übertriebene wird es halt ein wenig sichtbarer, finde ich immer. Also was da alles mit zurückkehrt. Und jetzt will ich euch nur mal sagen noch, da muss ich jetzt was anderes noch hersuchen. Jetzt mache ich es wie immer. Ich gehe die anderen Muster durch. Wie hätten sich die verhalten? Und da brauche ich jetzt, genau das brauche ich. Jetzt ist mir aufgefallen, bei 8 habe ich es nicht beschriftet. Der Machtmensch. Hier noch der vielseitige. Enneagrammmuster 4 kann man auch sagen, Romantiker, das schreibe ich jetzt auch nochmal mit dazu, weil es trifft es auch wieder ganz gut. So machen wir das. So. Ich gehe jetzt mal außen rum, im Kreis. Enneagrammmuster 1 ist der Perfektionist. Was hätte der jetzt in dem Fall gemacht? Und da kann ich mir halt vorstellen, beim Enneagrammmuster 1, das ist ja auch so das Handlungszentrum, das ist das Bauchzentrum, wo es um Autonomie geht und Selbstbestimmung. Und speziell beim Perfektionisten, bei der 1, da geht es ja um Recht und Ordnung. Und ich könnte mir das jetzt so vorstellen, dass man das Auto ordnungsgemäß abgestellt hätte, also den Trabi, der nicht mehr läuft, und man hätte den in ein Parkbuch geschoben und genau mittig zwischen den Linien von der Parkbucht hätte man genau mittig reingeschoben. Und also die Begrenzungslinien. Und Enneagrammmuster 1 wird vor allem durchsteher, mit dem Zeigefinger nach oben, wird schlaue Tipps geben und belehrend auf den Trabifahrer einwirken, also wie so ein Oberschullehrer. Und haben Sie überhaupt noch TÜV oder so? Wie schaut es denn aus mit dem Profil der Reifen? Und wie gesagt, wäre halt immer so mit dem Zeigefinger, so nach dem Motto, na, ich habe aber recht. Das ist ja immer so die Intention von Perfektionisten. Ey, ich habe recht, also das, was ich sage. Also das wäre jetzt ganz anders gelaufen, wie beim Dreier jetzt, wo ich gerade den Ausschnitt erzeugt habe, von Gerhard Polt, wäre das völlig anders gelaufen. Also Perfektionist ist immer Recht, Ordnung, Sauberkeit, alle Gesetze erfüllt und sie so verhalten, wie es die Gesetze praktisch vorgeben. So. Und ganz so wird er dran stehen und wird sagen, ja, Sie müssen jetzt erst einmal das Auto in eine schieben. Haben Sie einen TÜV da noch? Haben Sie die Reifen überprüft? Und dann schauen wir erst einmal weiter. Also ganz sachlich und würde da an die Sache rangehen. Und beim Muster 2, das ist ja der Helfer und das ist das Herzzentrum, also wo es um Kontakte und Beziehungen geht. Und beim Helfer könnt ihr mir vorstellen, in der Situation jetzt, wird es so abgehen. Also
würde auf jeden Fall bei dem Herrn, also bei dem Trabi-Fahrer, also so lange bleiben, bis alles geregelt ist, bis alles geklärt ist. Kommt ein Abschleppdienst oder nicht, oder der ADAC, oder kann man das vielleicht nur selber richten, oder wenn das alles nimmer geht, dass man rumtelefoniert und alles in die Wege leitet eben. Und er wird es selber natürlich versuchen zum Richten, aber er wird sich nicht von dem Ding, von der Situation entfernen. Also er wird den Trabi-Fahrer nicht alleine lassen. Er wird schon schauen, dass alles passt, dass alles geregelt ist. Kommt da ADAC oder hat man irgendeinen Mechaniker angerufen, den man kennt. Und so lange wird man dann da bleiben. Also man wird sich nicht einfach so entfernen und wird sagen, hey, time is money und jetzt fahren wir wieder und schau doch selber, wie du zurechtkommst. Und er wird auch den abschleppen, den Trabi. Also wenn gar nichts mehr geht, also zur nächsten Werkstatt oder so. Und er würde dem Mut zusprechen. Also so herzlich. Du, das werden wir jetzt schon schaffen. Sei mal ruhig, sei mal gechillt. Das kriegen wir jetzt schon hin. Und ich helfe dir und ich bleibe bis zum Schluss. Und lass den Kopf nicht hängen. Und brauchst du Zigaretten? Soll ich dir was zum Trinken bringen? Also ich lasse dich da nicht im Stich. Also so wird es der Zweier machen. Muster 3. Zentrale Herzzentrum, Kontakte und Beziehungen, also habe ich ja gerade schon gesagt. Und dann kommen wir zum Romantiker, zum Melancholiker, Muster 4, also auch noch Herzzentrum. Und das bin ja dann ich praktisch. Und ich, also wo ich den Sketch zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja scheiße, ist das eine geile Karre, also der Trabi. Also ob er jetzt läuft oder nicht. Und ich werde emotional so drin, wo ich sagen würde, hey, Wahnsinn, Trabi, das ist ja historische Autogeschichte von der DDR. Und ich werde total nostalgisch irgendwo in so einem Film halt drin. Und was für ein schöner Oldtimer. Und ich glaube, ich würde ihn sogar kaufen. Ich würde dann fragen, hey, du, 500 Euro? Dann kaufe ich das Ding ab. Dann kauft er irgendwo einen Golf oder was. Ich meine, das hat ja damals zur damaligen Zeit auch nicht mehr so viel gekostet. Dann die Golf. Das war ja, wo die Mauer dann aufgemacht worden ist und so. Also ich wäre da total in meinem romantischen Film drin. Schön da noch ein Trabi einkaufen, so nebenbei. Und historisch, nostalgisch da irgendwo romantisch umeinander schwelgen, so emotional halt, weil ist ja Herzzentrum, Emotionen, Gefühle. Und ja, so wäre ich. Und jetzt haben wir Enneagrammmuster 5 und das ist ja der Professor oder der Wissensmensch, der gehört jetzt schon wieder zum Kopfzentrum, also wo es um Überblick und Sicherheit geht, grundsätzlich jetzt mal. Und was wird jetzt der machen? Also Enneagrammmuster 5 wird erst einmal eine komplette Fehleranalyse machen. Was ist genau passiert? Also hat das Auto zum Rauchen angefangen? Liegt es an den Bremsen? Liegt es an dem Motor? Könnte es die Glühbirne sein, wie es gerade beschrieben hat, dies oder das? Und wird alles einmal komplett durchchecken und wird da mal ein Bild machen. Also ein Überblick. Und was ist der Ist-Zustand? Und er würde halt dann googeln, was man so machen kann, in dem Fall, damit die Kiste wieder läuft. Also, wie gesagt, eine wissenschaftliche Fehleranalyse. Und dann erst würde er die Frage stellen, ADAC anrufen oder abschleppen oder je nachdem. Also so wäre da der Plan. Das wäre komplett durchdacht und durchcheckt. Also beim Muster 5. Und jetzt haben wir Muster 6, also gestern noch die Hochzeitssitzordnung von Gerhard Polt. Und jetzt hätten wir
Bei Muster 6 den Zweifler, Analytiker, Skeptiker, den Loyalen. Also so bezeichnet man das Muster hier. Das Zentrum, also die Zentrale vom Kopfzentrum. Also da, habe ich ja gerade schon gesagt, wo die Angst verschwindet. Was würde jetzt der machen? Und ich könnte mir vorstellen, er wird erstmal Sicherheit schaffen in dem Fall. Also der kommt da reingefahren, der steht da dran mit seinem Trabi. Dann wird er erst einmal das Auto, also den Trabi, der nicht mehr läuft, zur Seite schieben. Also weg von der Gefahrenzone, dass da nichts ist, dass da keiner drauf fahren kann. Er wird sagen, hey, schalte mal einen Wandblinker an, wenn der halt geht. Und er wird auch das Wandreieck aufstellen, also alles komplett absichern. Und alles weitere, wie richten, abschleppen oder ADAC anrufen, wird er dann alles danach machen. Aber genauso erst einmal Sicherheit schaffen und dann sich einen Überblick verschaffen, können wir die Kiste nur zum Laufen bringen oder nicht. Und dann folgt erst alles weitere. Also es wäre so der Analytiker, wie es der mal geht. Und wir haben jetzt noch beim Kopfzentrum oben haben wir den Spaßmensch oder den Vielseitigen. Und der wird jetzt Folgendes machen. Er wird schauen, was ist da überhaupt da mal los. Und sollte er merken, er kann es nicht richten, würde er erstmal, ich glaube, der wird bei der Autobahnraststätte, wird so der irgendwo vielleicht mal ein Eis holen. Und den Trabi-Fahrer, den Meister, wird da auch Eis mitbringen. Und wird dann halt ein ADAC anrufen. Wird sie vielleicht nur Bier holen, stellt dann seine Campingstühle auf, schmeißt sein Handy an und macht da irgendwie eine geile Mucke, Musik. Und wird vielleicht nur Trabi-Witze reißen, so. Aber er wird auch bleiben bei ihm, also er wird auch nicht abhauen wie bei drei. Und also alles locker vom Hocker und alles easy go bei der 7. Spaß, Fun, Happiness, gute Laune. Kopfzentrum 7, 6, 5. So. Und dann kommen wir wieder rauf bei der 8. 8, 9, 1. Wiederum Bauchzentrum 9, Zentrale. Der 8er, der die Wut so raushaut. Das ist hier das Handlungszentrum. Und beim Achter kann ich mir vorstellen, es gibt da klare, direkte Ansagen. Wenn man es nicht richten kann, dann abschleppen, ADAC anrufen, zack, peng. Bum, 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 bum. So wird er das dem sagen. Direkt, ohne irgendwas, zack, bum, bang. Und das muss er natürlich dann wahrscheinlich erst einmal aushalten. Also so klare und direkte Aussagen. Und so richtig Wumms. Also da wäre richtig Energie da. Ich denke, so wird es der Achter machen. Also er wird schon helfen und so, weil der Achter ist ja auch so der Beschützer und so. Der denen hilft, die irgendwo, ja, kann man hier sagen, in dem Fall liegen geblieben sind. Also der wird da schon helfen. Aber er wird klare Ansagen machen. Die muss halt dann erst einmal aushalten. Und bei Muster 9 wären wir jetzt praktisch schon so wie beim Dillinger. Also das Video, ich glaube, 3 müsste zurück warten auf Dillinger. Bei Muster 9 wäre es halt dann so, das wäre so wie Franz Beckenbauer. Mai, schauen wir mal, das sehen wir schon. Also so einfach mal abwarten. Wird in aller Ruhe so dahin tüfteln. Kann das richten, kann das nicht richten. Und nein, die Karre werden wir schon irgendwie wieder zum Richten bringen und vielleicht dauert es ein paar Stunden, aber ist ja egal. Können wir uns die Zeit lassen, weil Zeit spielt ja keine Rolle. Und die haben ja nicht das Problem wie der Dreier, dass sie wieder irgendwelche Geschäfte hinterherhetzen müssen, sondern der kann es einfach mal gemütlich angehen. Und dann mal schauen, was los ist. Und alles in aller Seelenruhe halt. Und wutlos, sozusagen.
Gut. Dann habe ich das jetzt durch. Das wäre jetzt praktisch komplett. Das Dreieck wäre komplett. Und dann auf das werde ich dann wieder aufbauen. Also wir haben jetzt 9 Barten auf Dillinger, 3, 2 Schutzengel, alles von Gerhard Pold. Und bei der 6 die Hochzeitssitzordnung auch von Gerhard Pold. Also haben wir praktisch der Friedliebende,